So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial hier bei Lukas Single LP. Und diesmal beschäftigen wir uns mit dem typischen OBS-Problem, dass man hier unten eine kleine Meldung kriegt während der Aufnahme, dass also irgendwie sinngemäß Warnung, hohe CPU-Auslastung. Und das ist ein großes Problem bei OBS, dass einfach OBS ziemlich viel CPU-Leistung zieht. Und dabei werden dann die Aufnahmen sehr hakelig und ruckeln extrem, was man in den ersten paar Assassin's Creed Syndicate-Folgen auch sehen konnte. Und ich werde vielleicht auch ein, zwei Ausschnitte hier mit zeigen. Und das sah nicht schön aus. Muss ich jetzt zugeben im Nachhinein. Aber das konnte ich jetzt beheben. Und die nächsten Folgen werden auch demnächst wieder mit OBS kommen. Denn OBS ist deutlich das bessere Programm als dieses Logic Game Recorder. Was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich relativ simpel. Als erstes müsst ihr mal. Upsala, seht ihr nichts mehr. In die Einstellungen gehen von eurem Logic Game von eurem OBS. Und erstmal in die Codierung gehen. Da ist es wichtig, dass er hier die Nvidia bla 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 auswählt. Ich habe gehört, dass es in manchen Versionen nicht drin ist. Das soll angeblich an Windows 10 liegen, aber wie man hier unten sieht, ich habe Windows 7. Also, wenn ihr diese Auswahlmöglichkeit nicht habt, dann updatet bitte mal euer OBS. Da gibt es am Anfang immer so eine Meldung, die habe ich vorher auch immer ignoriert, aber ich glaube, die ist ganz sinnvoll manchmal. Und dann könnt ihr die Einstellung treffen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 1080p mit 65 FPS. Das ist eigentlich nur mal bei 60, aber ich habe es mal so eingestellt. Also hier volle Leistung. Einfach gib ihm. Und dann ist wichtig, dass ihr bei erweitert. Moment, wo ist es gerade? Da, hier genau. Hier bei erweitert die Prozessorpriorität auf hoch stellt. Das ist wichtig, sehr wichtig. Normalerweise ist sie auf normal. Und das ist halt, meh, muss nicht unbedingt sein, stellt es einfach auf hoch und dann ist die hohe CPU-Auslastung ebenfalls weg. Also wenn jetzt auf dieses, wenn es, nein, danke, wenn ihr es hier nicht auf dieses Nvidia bla 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 stellt und auf dieses X264, dann funktioniert das nicht wirklich. Ich habe es mal ausprobiert, da habe ich nur einen Standbildschirm gehabt und das bringt irgendwie denkbar wenig. Deswegen, also das Nvidia bla 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 heißt ja, dass das OBS auf die Leistung der Grafikkarte mit zugreifen kann und darüber mit aufnimmt. Und das ist auch sinnvoll, das macht Sinn, so funktioniert auch Shadowplay, nur dass es komplett, nur dass Shadowplay in dem Fall komplett auf die Grafikkarte zugreift. Und das ist eigentlich der Sinn davon. Und das ist es eigentlich auch schon, mehr müsst ihr eigentlich nicht tun. Und wenn das bei euch funktioniert hat, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Bei mir hat es jedenfalls funktioniert. Und wenn nicht, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ich gucke da mal, ob ich da vielleicht auch eine Lösung finde. Vielleicht habt ihr trotzdem irgendwo noch eine Einstellung anders als ich. Es könnte nämlich auch sein, dass ihr hier bei, wenn ihr nicht 1080p habt, dass hier der Filter irgendwie nicht ganz stimmt. Ich kenne mich bei den ganzen Einstellungen auch nicht alle komplett aus. Ich bin da kein Fachmann für. Aber nur für das Allgemeine. Einfach mal Bescheid sagen, gucken, ob es funktioniert hat. Wenn nicht, dann müsst ihr, kann ich ja nicht mal gucken, ob ich da vielleicht auch eine Einstellung mit finde. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, das Übliche halt. Bis dahin erstmal, tschüss.